Herzlich willkommen. Entschuldige, Karin. Ich habe gerade ein E-Mail von meiner Bank bekommen, dass ich etwas installieren und sofort alle meine Zugangsdaten übermitteln soll. Sonst wird mir mein Bankkonto gesperrt. Das kommt mir komisch vor. Soll ich das machen? Das klingt verdächtig nach Betrug und passt genau zum Thema heute. Liebe Community, herzlich willkommen zum Modul Sicherheit und Datenschutz. Erzähl mal, wie hat das ausgesehen? Also, es war eine E-Mail von meiner Bank, die sagt, dass ich eine neue Sicherheits-App runterladen soll. Hier ist die E-Mail. Na gut, ja, genau wie ich es mir dachte. Schau, da gibt es einige Hinweise, die auf Betrug hindeuten. Das sieht aus wie eine Phishing-Mail. Das Wort Phishing ist eine Zusammensetzung aus den Wörtern Passwort und Phishing. Es beschreibt, was die Betrügerinnen wollen, nämlich ihre Passwörter oder andere personenbezogene Daten angeln. Sie legen einen Köder und hoffen, dass Sie als Benutzerinnen darauf reinfallen und anbeizen. Sie versenden Ihnen gefälschte E-Mails oder leiten Sie auf gefälschte Webseiten um. Deshalb ist es immer wichtig, sich davon zu überzeugen, ob eine Webseite sicher ist oder nicht. Wie können Sie Phishing vermeiden? Nicht auf Links in unerwarteten, ungebetenen E-Mails oder von unbekannten Personen bzw. Institutionen klicken. Keine Anhänge aus solchen E-Mails öffnen. Geben Sie niemandem sensible Informationen weiter, weder telefonisch noch persönlich oder per E-Mail. Okay, ich schaue zuerst immer auf Absender und Betreff. Da kann einem schon mal was komisch vorkommen. Ich habe schon oft Angebote für medizinische Produkte bekommen, die habe ich dann gleich gelöscht. Aber dieses E-Mail kommt von meiner Bank und ich will mein E-Banking weiterhin nutzen können. Naja gut, aber schau mal genau auf das Von-Feld. Hier steht zwar der Name der Bank, direkt daneben ist jedoch eine E-Mail-Adresse, die nichts mit der Bank zu tun hat. Das ist schon mal verdächtig. Aha, okay. Und was mich auch gewundert hat, ist, dass ich nur als geehrter Kunde angesprochen wurde und nicht persönlich mit vollem Namen, wie das sonst oft passiert. Ja, das kann, muss aber kein Hinweis auf Betrug sein. Wichtig ist, nie auf irgendwelche Links zu klicken, die wir in Mails bekommen, die uns komisch vorkommen. Oft wird beim Klick auf den dubiosen Link schon eine Schadsoftware installiert. Fahre am besten mit der Maus über den Link, den du bekommen hast. Klicke nicht drauf. Wenn du mit dem Mauszeiger länger über einem Link bist, so wird bei vielen Mail-Clients der vollständige Link angezeigt. Stimmt dieser mit der Bank überein, ist das ein gutes Zeichen. Den vollständigen Link siehst du auch in den meisten Browsern in der Informationsleiste. Also das sieht mir sehr verdächtig aus. Es wird auch kein weiterer Text angezeigt, wenn ich mit der Maus über den Link fahre. Ich lösche diese Mail lieber. Als Faustregel gilt, wenn dir etwas Spanisch vorkommt, dann gehe auf Nummer sicher. Nutze zum Beispiel Seiten wie saferinternet.at, mimikama.at oder watchlistinternet.at, die vor aktuellen Betrugsfällen warnen. Du kannst auch bei deiner Bank oder dem vermeintlichen Absender anrufen oder Freunde und Bekannte um Rat fragen, bevor du etwas zahlst, überweist oder Daten hergibst. Und das solltest du auch immer beachten. Banken senden nie Login- oder Download-Aufforderungen mit einem direkten Link. Merk dir generell als guten Tipp, dass du dich nie direkt über ein Mail wo einloggen solltest. Das Einloggen sollte immer direkt über die entsprechende Website passieren. Also, Obacht! Was ist denn noch wichtig, um die eigenen Daten und Zugänge zu sichern? Ich nehme mal an, gute Passwörter und Sicherheitsupdates, oder? Ja genau, das sind zwei wichtige Dinge, und zwar auf allen Geräten. Passwörter, die Sie online verwenden, sollten sicher sein. Das heißt, sie bestehen aus einer Kombination aus mindestens 8 Buchstaben, inklusive Zahlen und Sonderzeichen. Eine gute Möglichkeit ist, wenn Sie sich einen Satz überlegen und die Anfangsbuchstaben der Wörter als Passwort verwenden. Zum Beispiel, ich fahre täglich um 8 Uhr zur Arbeit. Das ergibt dann als Passwort IFTU8UZA, was schon recht sicher ist. Sie können Ihr Passwort im Internet auch testen lassen und schauen, ob Ihr Passwort schon geknackt worden ist. Wichtig ist auch noch, dass Sie verschiedene Passwörter für verschiedene Konten benutzen. Denn wird ein Konto geknackt, so sind die anderen weiterhin sicher. Eine Möglichkeit, um das Ganze leichter zu machen, ist ein Passwortmanager.
Dabei geben Sie einmal ein sehr, sehr sicheres Kennwort ein und der Passwortmanager speichert danach die Zugangsdaten zu den einzelnen Konten. Hast du schon mal vom Prinz von Nigeria gehört? Er meinte, ich sei sein letzter verbliebener Erbe und ich soll ihm meine Kontodaten geben, damit er mir 40 Millionen Euro überweisen kann. Ich hoffe, das hast du nicht wirklich gemacht, oder? Das ist ein ganz bekannter Trick von Betrügern. Mit solchen Spam-Mails versuchen sie, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Im Modul zu Social Media haben wir ja schon gehört, dass die Unternehmen hinter den sozialen Medien an unseren Daten interessiert sind. Eine Weisheit für das Internet ist, wenn etwas nichts kostet, dann bist du das Produkt. Deine Daten werden für Werbung verwendet und potenziell auch weiterverkauft. Soziale Netzwerke sammeln und verarbeiten eine Menge von personenbezogenen Nutzerinnendaten. Die Einwilligung erteilen sie beim Erstellen eines Benutzerkontos. Da Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen oft sehr lange und unübersichtlich sind, werden sie kaum zur Gänze gelesen. Auch ist die Zustimmung meistens alternativlos und so können Sie nur am sozialen Netzwerk teilhaben, wenn Sie zustimmen. Aber es gibt auch Verbesserungen im Rechtsbereich, denn seit Mai 2018 gibt es eine neue Datenschutzgrundverordnung, abgekürzt DSGVO, die einige Dinge verbessert hat. Zum Beispiel gibt es ein Recht auf Vergessenwerden, mit dem Sie von sozialen Medien verlangen können, dass diese Ihre personenbezogenen Daten löschen, wenn Sie die Einwilligung widerrufen. Das neue Datenschutzrecht regelt somit den Umgang mit personenbezogenen Daten und schützt Ihre Privatsphäre. Und wie ist das mit Fotos? Ich kann doch auch Fotos und Videos auf Facebook, Instagram oder TikTok posten. Aber ich habe gehört, ich darf Fotos von anderen Personen nicht einfach ohne zu fragen wiederverwenden und zum Beispiel selbst ins Internet stellen. Ja, genau, das stimmt. Also, wenn du das Foto von uns beiden postest, musst du mich fragen, ob das für mich okay ist. Denn es gibt das Recht am eigenen Bild und das ist ein Persönlichkeitsrecht. Bilder von Personen dürfen nicht veröffentlicht werden, wenn die Interessen der Personen dadurch verletzt werden. Aha. Und welche Rechte oder Interessen sind das? Jeder Mensch besitzt von Geburt an sogenannte Persönlichkeitsrechte. Diese sollen die Würde eines jeden Menschen schützen und ihn vor Eingriffen in seine Persönlichkeit, seine Freiheit und seine Privatsphäre durch andere bewahren. Wichtige Persönlichkeitsrechte im Internet sind das Recht am eigenen Bild, das Recht auf Schutz der Privatsphäre, das Recht auf Datenschutz und das Recht auf Schutz der Ehre. Mehr Informationen dazu finden Sie auf www.ombudsstelle.at oder www.dsb.gv.at. Also dein Foto darf ich verwenden, du hast mir zugestimmt. Wie ist das aber mit den ganzen Bildern, Videos und der Musik, die ich in den Suchmaschinen finden kann? Ja, diese Inhalte und Werke können wir nicht ohne weiteres selbst verwenden, verändern oder verbreiten. Um Inhalte benutzen zu dürfen, braucht man die Nutzungsrechte in Form einer Lizenz. Diese kosten oft Geld. Manche Inhalte, zum Beispiel solche, die mit Creative Commons gekennzeichnet sind, stehen jedoch auch kostenlos zur Verfügung. Creative Commons steht etwa für kreative Allgemeingüter und ist ein international gültiges Lizenzmodell der gleichlautenden gemeinnützigen Organisation. Mithilfe dieser Lizenzverträge können Autorinnen schnell der Öffentlichkeit Nutzungsrechte an ihren Werken einräumen. Durch diese Lizenzen werden Werke wie Texte, Bilder, Musikstücke, Videoclips etc. zu freien Inhalten, die kostenlos genutzt werden können. Je nach Art der Creative Commons Lizenz oder einfach gesprochen CC-Lizenz dürfen Inhalte sogar verändert und weiterverarbeitet, ja sogar mitunter für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Also, bevor ich Bilder oder andere Medien ins Internet hochlade, sollte ich immer sicher sein, dass ich die entsprechenden Rechte besitze. Habe ich die Zustimmung aller abgebildeten Personen? Hat der Fotograf oder die Fotografin der Verwendung zugestimmt? Oder gibt es vielleicht eine CC-Lizenz für den fremden Inhalt, mit der ich diesen selbst weiterverwenden kann? Genau, du hast es gut zusammengefasst. In diesem Video haben Sie gelernt, was Phishing-Mails sind und auf welchen Webseiten Sie sich über betrügerische Absichten informieren können. Sie haben gelernt, was ein sicheres Passwort und ein Passwortmanager sind. Sie haben von der Datenschutzgrundverordnung gehört und was Persönlichkeitsrechte sind.
Preisfrage, was machst du, wenn du von dir ein Bild im Internet findest, das du selbst nicht freigegeben hast? Also wenn es schön ist, dann poste ich es weiter. Und wenn nicht, dann verklage ich die bis ans Ende der Welt.